wo der Werner, unser Schlagzeuger, zurück auf Engelberg gezogen ist, vor ein paar Jahren, haben sie ihn gerade eigentlich innerhalb von wenigen Wochen, glaube ich, haben sie sich geschnappt. Der ist ein Schlagzeuger geworden, der Dorfmusik. Und dann, nach einer Zeit ist die Idee entstanden, ich weiß nicht genau von wem. Und der Werner hat das an uns herangetragen, ob wir Lust hätten, an einem Jahreskonzert mit ihnen zusammen zu spielen. Grüezi miteinander. Hallo. Ich möchte euch begrüßen, meine Leute, unsere Gäste zur Hauptprobe. Wenn ihr schön brav mitmacht und so konzentriert vorher schaut, jetzt, dann sind wir in 3 Stunden durch. Für mich war es natürlich auch wichtig, als ich gesehen habe, dass Jolis das machen will, dass sich Guido überhaupt sich so etwas vorstellen kann, dass er sich auf das Ein- oder Abladen oder wie auch immer. Ja, ich habe mich nie hin müssen ab- oder auflassen. Ich habe ja euch gar nicht gekannt, muss ich sagen. Hast du uns nicht gekannt? Ich bin, glaube der Einzige in diesem Tal, der euch nicht gekannt hat. Ja. Das erste Mal, als wir zusammen gespielt haben, hat es scheiße getönt, oder? Von beiden Seiten, oder? Und dann irgendwann habe ich gedacht, wow, das macht ja richtig Spass, oder? Zum Teil also, haben wir Tempi drauf, was also, wir recht hebeln, also die Hölzer. Aber das ist gut, das ist eine Schulung, also wir lernen viel. Und was ich jetzt sagen würde, tendenziell haben wir jetzt einfach ein bisschen lauter gespielt. Zum Teil ein bisschen gröber und so, aber das kann man dann schon wieder oben runterholen. So, wenn der Guido sagt, Takt 37, nachher heisst es bei uns, ja, ist das vor oder nach dem Öffnen? Wir von uns kennen die Partitur vor der Nase. Und dann müssen wir uns irgendwo orientieren, oder wenn er die Einsätze gibt. Und das hat eigentlich eher für eher lustige Situationen gesorgt. Wo die Bläser dann gerade gewusst haben, wo, also die Blaskapelle. Und wir mussten ein bisschen schauen, wo sie jetzt einsetzt. So schöne Sachen gehört von der Blasmusik jetzt, die inspirierend sind auch, die wir vielleicht auch mitnehmen für uns selber. Und auf das freue ich mich eigentlich sehr. Und ich werde genauso aufgeregt sein. Bei der letzten Probe bin ich so aufgeregt wie schon lange nicht mehr vor einem Jolly-Konzert. Nur schon in der Probe.